Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Apollo Justice Ace Attorney. Beim letzten Mal haben wir die Verhandlung angefangen, die zweite Verhandlung, was auch die letzte Verhandlung sein wird. Und wir haben den ganzen ersten Teil davon abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt endlich mal daran, Darian zu befragen, der definitiv super sus ist. Also, let's fucking go, genießen wir die Show, oder? Rein da. Juli, 13.40 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Zimmer Nummer 2. Apollo, ich kann es nicht glauben. Ist es wirklich während des zweiten Akts passiert? Oh, und mitten während Lamoureux' Auftritt? Deshalb war sie in dem Luftschacht. Und dann war da noch dieser Schalter und die brennende Gitarre. Wenn man alles miteinander verbindet, kommt das dabei heraus. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Paps! Right! Sie glauben an mich? Eigentlich nicht. Ha? Ich dachte, das wäre cooler, als einfach Hallo zu sagen. Warum mache ich mir immer wieder Hoffnung? Wo bist du denn in letzter Zeit gewesen, Paps? Du hast dich im Büro überhaupt nicht mehr blicken lassen. Ach, tut mir leid, Trucy. Ich bin auf einer Geheimmission. Oh, geheim? Du meinst also verdeckte Ermittler? Die helle Tu ist nur kleiner und nicht so gut gekleidet. Oh nein! Und was ist, wenn du auch erschossen wirst, Paps? Würde ich dir so etwas jemals antun? Jedenfalls werde ich wieder für eine Weile fort sein. Oh, sie gehen wieder? Oh, noch eine Sache, bevor ich gehe. Was? Ihr Glück. Richtig. Ist das alles, was Sie sagen wollten? Ich denke, du hast das alles hier weitestgehend unter Kontrolle. Du wirst Machito bei ihr frei bekommen. Kein Zweifel. Ja, aber... Aber du hast es auf diesen Inspektor abgesehen, nicht? Darian Crescent. Es wird nicht leicht, seine Schuld zu beweisen. Vor allem nicht bei dem aktuellen Rechtssystem. Das aktuelle Rechtssystem? Was hatte Staatsanwalt Gavin während der Verhandlung gesagt? Ihr Fall basiert auf einer einzigen wackeligen Annahme. Nämlich der, dass unsere göttliche Diva die Wahrheit sagt. Und was ist mit den ganzen Beweisen? Die Brosche und der Schalter? Ein Stück Schmuck und ein lyrischer Fehler. Es gibt viele andere Wege, diese Dinge zu erklären. Die brennende Gitarre auch. Und alles nur, weil dir der endgültige Beweis für eine Verbindung zum Fall fehlt. Aber... Sollte diese sinnliche Sängerin lügen, dann schmilzt sein Fall dahin, wie Butter in einer heißen Pfanne. Und nur der leicht verbrannte Geruch des Versagens bleibt zurück. Was muss ich also tun? Wie ich schon sagte, viel Glück. Und bedenke, dass es unmöglich sein wird, seine Schuld auf herkömmliche Weise zu belegen. Mhm. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe hier noch etwas von deiner Inspektorenfreundin, das ich dir geben soll. Inspektorin Sky? Emma? Mal sehen, diese Tüte Snackos ist natürlich für mich. Ah, hier ist es. Was ist das, Paps? Das sieht nicht gerade nach einem guten Snack aus. Das wurde am Tatort gefunden. Bei der Analyse der Überreste sind Spuren von Schwarzpulver gefunden worden. Schwarzpulver? Wohl ein Feuerwerkskörper oder so etwas ähnliches, womit die Kinder von heute so spielen. Es wurde übrigens unter dem Sofa am Tatort gefunden. Unter dem Sofa? Hey, Apollo! Da haben wir doch auch dieses kleine Gerät gefunden. Richtig, das hier. Ja, endlich mal ein Beweisstück, das Sinn ergibt. Verbrannte Überreste zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. Ich denke, das war's. Wir sehen uns nach dem Urteil. Vielleicht. Richtig. Jeder Mensch trägt einen Zünder in sich. Wie bitte? Finde Darian Crescents Zünder und löse ihn aus. Dann ging er zur Tür hinaus, so wie
Wie ein Zauberer ganz gewöhnlich. Puh. Was sollen wir seiner Meinung nach tun? Nicht auf herkömmliche Weise. Was soll das denn heißen? Wir sollen einfach seinem Rat folgen und hoffen, dass dann alles einen Sinn ergibt. Da hast du wohl recht. Wir sind knapp vor dem Ziel. Weiter so, Trucy. 10. Juli, 13.50 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Staatsanwalt Gavin, wo ist der Inspektor? Inspektor Crescent wartet im Wartezimmer auf seinen Auftritt. Na schön. Wenn ich hinzufügen darf, ich schenke dem Ganzen keinen Glauben. Darian war der erste Inspektor, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Unsere Zusammenarbeit hörte auf, als er zur Abteilung 3 der Kriminalpolizei wechselte. Aber sein Gitarrenspiel erschürt meine Fantasie. Das ist schön und gut, aber hat es mit dem aktuellen Fall nichts zu tun. Richtig? Ja, ich weiß, Stirni. Na schön, rufen Sie den letzten Zeugen in den Zeugenstand. Inspektor Darian Crescent. Name und Beruf bitte. Darian Crescent, Inspektor der Kriminalpolizei, Abteilung 3. Zur Info für alle, das ist die Abteilung für internationale Angelegenheiten. Und ich bin Gitarrist einer Rockband. Vielleicht kennen Sie das ja. Sie haben verstanden, unter welchen Umständen Sie heute vor uns stehen. Ja, ich habe verstanden, euer Ehren. Was ich aber nicht verstehe, wie du sowas nur zulassen konntest, Partner. Du hast mir dein Wort gegeben, dass ich hier nicht stehen müsse. Die Situation hat sich geändert, Darian. Und lass das mit dem Partner. Ha, so viel zum Thema alte Freunde. Ich verstehe, was sie da machen, Darian. Sie setzen die Anklage unter Druck. Euer Ehren, können wir mit der Verhandlung beginnen? Ja, ist die Zeit dafür. Hören wir uns Ihre Aussage an. Sie dürfen mit Ihrer Antwort auf Lamerois' Aussage beginnen. Wenn Sie wirklich etwas dazu zu sagen haben. Ah, ich habe viel zu sagen. Lügen ist anscheinend sowas wie ein Volkssport in Borginien. Und wo kommen Sie her, Herr Justiz? Ha? Also alle herkömmlichen Methoden über Bord. Ich habe nichts zu verlieren. Alle herkömmlichen Methoden über Bord, okay. Darians Gegenbeweis. Die Diva lügt. Ganz einfach. Sie kann ihre Geschichte nicht beweisen. Und vor allem hat sie meine Stimme nie gehört. Der hat den Text vergessen, weil sie Schüsse hörte? Wer es glaubt. Hat die Inspektorin im Sky die Schüsse nicht während des dritten Sets gehört? Die Schüsse wurden abgefeuert, als ich auf der Bühne stand, Mann. Sie behaupten also, Lamerois' Aussage sei eine Lüge. Hey, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, dass sie den Kleinen nur beschützen will. Und das Gericht frisst ihr diese Wagenaussagen aus der Hand, nur weil sie blind ist. Du gehst zu weit, Darian. Sieh mal, ich möchte nur sagen, dass du eine verlässliche Zeugin hast. Warum hört denn keiner auf die Inspektorin? Inspektorin Sky. Na schön. Herr Justice, fangen Sie mit dem Kreuzfeuer an. Er hat nicht lange gebraucht, um unsere Schwachstelle zu finden. Lamerois' Aussage allein wird nicht ausreichen. Ich muss einen anderen Weg finden, um zu beweisen, wann die Schüsse fielen. Kreuzverhör. Darians Gegenbeweis. Die Diva lügt. Ganz einfach. Sie kann ihre Geschichte auch nicht beweisen. Das ist korrekt. Will ich hier pressen? Ich bin mir unsicher gerade. Machen wir mal. Sie können nicht beweisen, dass sie gelogen hat? Ach ja, Kleiner? Du behauptest also, ich hätte gelogen? Nein, ich sag nur, Apollo! Einfach zurückstarren! Ich konnte nicht anders. Dass ich zurückgeschreckt bin, war ein Reflex. Inspektor Crescent! Ja? Was willst du? Nichts. Apollo, Kopf hoch! Rücken gerade! Du siehst aus wie ein Mehlsack!
das ist ein harter Kerl. Dagegen war Wookie geradezu kooperativ. Boah, das erinnert mich sehr an den nächsten Teil in Duel Destinies. Mit dem Staatsanwalt. Der Staatsanwalt ist sehr einschüchternd. Nur so, ja. Und Apollo hat oft Schiss vor ihm. Es kann nicht sein, dass diese Diva sich an meine Stimme erinnert. Okay, das war's nicht. Und vor allem hat sie meine Stimme nie gehört. Können Sie das beweisen? Sie haben nie mit ihr gesprochen, obwohl sie im selben Konzert gespielt haben? Kein einziges Wort, soweit ich mich erinnere. Aber haben sie keine Proben oder ähnliches gemeinsam geplant? Devin hat das alles selbst in die Hand genommen. Darian war bei keinem der Treffen mit ihr dabei. Oh. Als ob man einfach rumlaufen und sich jedermanns Stimme einprägen könnte. Nur ein Idiot würde sowas glauben. Lemiroirs Gehör ist sehr fein. Sie könnte sich bestimmt an seine Stimme erinnern. Ich kann es nur nicht beweisen. Und ich brauche Beweise. Wer hat den Text vergessen, weil sie Schüsse hörte? Wer es glaubt? Hat die Inspektorin im Sky die Schüsse nicht während des dritten Sets gehört? Moment. Das sind Böller. Das sind nicht einfach Feuerwerkskörper, das sind Böller. Oh mein Gott. Das hat geknallt. Wir haben gestern nach der Verhandlung einige Dinge am Tatort gefunden. Was für Dinge? Das erste war dieses kleine Gerät. Das ist der ferngesteuerte Zünder. Richtig. Und noch eine Sache. Was ist das? Sieht aus wie etwas Verbranntes. Nicht noch eine Gitarre? Spuren von Schwarzpulver sind an diesen Überresten gefunden worden. Unseren Berichten zufolge handelt es sich hier um eine Art Feuerwerkskörper. Woher wusste Gavin davon? Was? Denken Sie etwa, Inspektorin Sky arbeitet nur für Sie? Ich habe diesen Bericht heute Morgen erhalten, bevor ich hierher kam. Daraufhin habe ich dann die Entscheidung getroffen. Welche Entscheidung, meinen Sie, Staatsanwalt Gavin? Ich nahm Darian als Zeugen in die heutige Verhandlung auf. Nur für alle Fälle. Es führt zu einer weiteren Möglichkeit. Dieses schussartige Geräusch während des dritten Sets könnten Feuerwerkskörper gewesen sein, ausgelöst durch eine Fernbedienung. Du hast eine lebhafte Fantasie, nicht wahr? Aber du solltest lieber nicht alles aussprechen, was dir in den Sinn kommt. Deine Erklärung scheint mir ein wenig zu einfach zu sein. Weshalb? Du behauptest also, diese Feuerwerkskörper gingen zufällig los? Genau, als mein Zeugen vorbeiging. Das stimmt. Darian stand auf der Bühne, als es passiert ist, Apollo. Woher konnte er wissen, dass zu dem Zeitpunkt jemand im Backstage-Bereich war? Wenn ein Feuerwerkskörper im Wald losgeht, hört das auch niemand. Du verstehst, was ich meine. Warum all diese Mühen, Mann? Wie kann ich das nur erklären? Er sieht vielleicht nicht so aus, aber Darian ist ein begnadeter Inspektor. Wenn sie Schwäche zeigen, wird er sie ganz sicher finden. Er sieht vielleicht nicht so aus, Partner? Danke, Mann. Das erinnert mich an etwas. An jenem Tag bin ich selbst ein paar Mal diesen Flur entlang gegangen. Und unmittelbar vor dem dritten Set ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Etwas Seltsames? Ein Headset. So eines, wie es von allen Bandmitgliedern und Helfern getragen wird. Richtig. Wir haben es aufgehoben. Es lag vor der Tür zur Garderobe. Und wenn das Headset nicht verloren, sondern platziert war. Wenn es angeschaltet war. Dann hätte man hören können, was in dem Flur los war. Auch wenn man selbst dabei auf der Bühne stand. Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Gavin? Hör gut zu, Darian. Vor Gericht gibt es keine Seiten. Deshalb wende ich mich nun zu Ihnen, Stirni. Ich habe eine Frage an Sie. Hä? An mich? Dieser Zünder und diese verbrannten Überreste, die am Tatort gefunden wurden.
Sie waren möglicherweise Teil einer List, um das Geräusch von Schüssen vorzutäuschen. Das Headset im Flur könnte man zudem gut dazu nutzen, um ein Alibi zu fälschen. Aber beweisen können wir damit noch immer nichts. Diese Schüsse können echt oder vorgetäuscht gewesen sein. Wir wissen es nicht. Uff. Sie behaupten, die Schüsse im dritten Set seien eventuell vorgetäuscht gewesen. Nun müssen Sie die andere Hälfte des Falls beweisen. Die andere Hälfte? Komm schon, lass es mich ihm einfach sagen. Er möchte, dass du beweist, dass alles im zweiten Set passiert ist. Als sich unser kleiner Pianist auf der Bühne befand. Richtig, Gavin. In der Tat, wenn Sie das nicht beweisen können, dann wäre eine Fortsetzung dieses Kreuzverhörs sinnlos. Nun, Herr Justice, können Sie beweisen, dass das Verbrechen während des zweiten Sets geschehen ist? Ja, ich denke schon. Du solltest es lieber wissen, Apollo, sonst sind wir geliefert. Es lässt sich beweisen. Das hört sich ja ganz so an, als käme jemand vorbei und würde es für Sie tun. Dann machen wir also mit dem Kreuzfeuer weiter, ja? Zeuge, Ihre Aussage, wenn ich bitten darf. Das wird nicht einfach. Ich brauche eindeutige Beweise, ganz schnell. Bereit, Kleiner? Ich bin es jedenfalls. Die Schüsse fielen im zweiten Set? Beweisen Sie das, wenn Sie so sicher sind. Welcher Beweis könnte helfen? Moment. Ich glaube, das Mischpult ist dran. Deswegen wollte Gavin das so sehr haben. Das Mischpult, glaube ich, ist der Beweis. Weil damit können wir zumindest beweisen. Moment, nee, irgendwas war ja komisch. Vielleicht sind entweder Sounds zu hören oder... Der Beweis ist, dass der Typ komplett reingeschallert hat und deswegen hat er den Auslöser benutzt oder sowas. Aber im zweiten Set war er nicht da. Fuck. Ergibt das Sinn? Ah, shit. Ich meine, Funkgeräte stören die Signale. Vielleicht ist was im Mischpult reingegangen? Offensichtlich gibt es klare Beweise. Nämlich mitten in Lameroise Song. In Ihrem Song? Was genau soll dieses Gerät eigentlich sein? Ein neuartiger Plattenspieler etwa? Kommen Sie, das hatten wir eben schon. Was soll das mit dem Plattenspieler? Mit diesem Gerät wurde jede Stimme beim Konzert einzeln aufgenommen. Stimme? Mit diesen Reglern können Sie die Lautstärke einstellen. Jedes Instrument kann einzeln geregelt werden. Lameroise Stimme natürlich auch. Oho. Aber was beweist das? Laut Lameroise Aussage hat sie in dem Moment, als die Schüsse fielen, ihren Text vergessen. Ah, sie wollte also die Aufnahme des fraglichen Augenblicks überprüfen, ja? Wir können diese Schüsse vielleicht sogar hören. Genau. Ah, lächerlich. Wie sollte man den Schüssen in der Garderobe draußen auf der Bühne hören? Schon vergessen, Darian. Wir alle haben diese Headsets getragen. Oh. Wir waren alle auf unseren Auftritt konzentriert. Aber Lameroise Headset wird genau das eingefangen haben, was sie gehört hat. Dann wollen wir diese Aufnahme mal unter die Lupe nehmen. Jetzt sofort. Lameroise hörte auf zu singen, als sie die Schüsse hörte. Finde die Stelle und ich finde die Schüsse. Jetzt müssen wir einiges durchhören, hä? Nett, dass ich das Metronom ausschalten kann. Ich meine... Das ist ihr Gesang.
Es ist hier drin. Da! Ja. Präsentieren. Euer Ehren, hören Sie sich diesen Teil gut an. Das ist die Tonspur mit Lamerois Stimme. Ich hab da etwas gehört. Ja, ganz leise. Es hat sich wie ein Schuss angehört. Was? Das muss ein Fehler sein! Ich denke, hier ist eine Sache bewiesen worden. Es wurden während des zweiten Sets Schüsse gehört. Was also bedeutet, dass Lamerois Aussage der Wahrheit entsprach. Ruhe! Ihre Aussagen darüber, was sie gehört hat, stimmt also. Der andere Mann hat gesprochen, nicht Herr Letus. Was hat er denn gesagt? Es ist vorbei. Drück den Schalter jetzt. Unmittelbar danach gab es einen Schuss und die Gitarre fing an zu brennen. Inspektor Crescent, er war während des zweiten Sets nicht auf der Bühne. Er könnte es gewesen sein. Aber warum haben wir nur einen Schuss auf der Aufnahme gehört? Wurden mit dieser Waffe nicht zwei Schüsse abgefeuert? Lamerois bewegte sich durch den Luftschacht, euer Ehren. Sie war wohl zu weit weg, sodass ihr Mikrofon den ersten Schuss nicht auffangen konnte. Aber dann, als sie sich über der Garderobe befand, wurde erneut geschossen und Herr Letus musste sterben. Nun, Inspektor Crescent? Jetzt erinnere ich mich an noch etwas. An unserem Auftritt an jenem Tag? An Ihren Auftritt? Das Mischpult hat mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Sie waren auch da, Stirni. Es ist heute nur los. Ein Problem nach dem anderen. Meine Maschine springt nicht an. Mein Gitarrenkoffer ist kaputt. Meine Gitarre geht in Flammen auf und dann stirbt auch noch jemand. Und dann war da noch der Auftritt von eben. Was sollte das? Dieser Teil klingt falsch. Was war das? Zweite Gitarre. Das warst du, Darian! Es kam mir zu jenem Zeitpunkt seltsam vor. Wie konntest du so einen einfachen Einsatz verpassen? Ich kenne dich. Ich weiß, wie du spielst. Das kannst du besser. Nun, ich... Was haben sie? Und worauf wollen sie eigentlich hinaus, Staatsanwalt Gavin? Ich spreche von der Mordwaffe, Herrn Letus Handfeuerwaffe mit Kaliber .45. Bei einer so großen Waffe bleibt der Schütze auch nicht unverletzt, wie wir wissen. Der Rückschlag ist so groß, dass er einem Amateur die Schulter ausrenken kann. Sekunde! Sein Spiel war beeinträchtigt, weil er sich beim Abfeuern des Revolvers verletzt hat? Da haben sie was vergessen! Ja, Inspektor Crescent? Ich bin ausgebildeter Polizist, wissen Sie. Ich habe das Schießen trainiert. Und ich bin kein Amateur. Die Standardwaffe für Polizeibeamte ist eine Waffe mit Kaliber .38. Ein viel zahmeres Ding. Außerdem gehörte die Mordwaffe dem Opfer, Herrn Letus. Was darauf hindeutet, dass es zu einem Kampf zwischen Mörder und Opfer kam. Vielleicht hat der Mörder den Revolver falsch gehalten, als er schoss. Ist es das, was Sie meinen? Dieser Gedanke kam mir, ja. Nun, möchte der Zeuge dazu etwas sagen? Inspektor Crescent! Ich möchte nur fragen, was der Herr mit den hochgekrempelten Ärmeln zu sagen hat. Hey du, Anwalt! Ich? Welcher Teil deines Beweises soll denn entscheidend sein? Du hast ein kleines Geräusch auf Band, das alles sein könnte. Und da ist noch der angeblich falsche Einsatz wegen eines Rückstoßes beim 45er Kaliber. Ich trauere um den Fall. Gavin, das tue ich wirklich. Ihr könnt so viele schwache Beweisstücke vorzeigen, wie ihr wollt.
Ich habe diesen Manager nicht erschossen. Und das ist die offensichtliche Wahrheit. Der Zeuge hat recht. Die Argumente der Verteidigung sind überzeugend, aber nicht eindeutig. Meiner Meinung nach sollten wir uns anhören, was der Zeuge darauf zu erwidern hat. Ihre Aussage bitte, Inspektor Crescent. Nennen Sie uns den Grund, warum Sie es nicht getan haben können. Beweis der Unschuld. Kommt, Leute. Warum hätte ich diesen Manager überhaupt umbringen sollen? Ihr wollt einen Grund wissen? Ganz einfach. Ich habe kein Motiv, Mann. Das ist die erste Reise der Diva in unser Land, richtig? Wer sollte ich ihren Manager kennen? Und wenn ich ihn nicht gekannt habe, warum sollte ich ihn dann umbringen wollen? Ein einfacher Grund, in der Tat. Staatsanwalt Gavin, stimmt es, dass er Letus nie zuvor in unserem Land gewesen ist? Nach unseren Informationen? Ja, kein einziges Mal. Verstehe. Na schön. Herr Justice, Sie können mit dem Kreuzverhör anfangen. Großartig, jetzt muss ich ein Motiv finden. Schwer. Beweise der Unschuld. Komm Leute, warum hätte ich diesen Manager überhaupt umbringen sollen? Ihr Manager, sicher, aber Herr Letus war... Oh, richtig, sorry. Ein Interpol-Ermittler, nicht wahr? Ich kann mir diesen Brocken kaum als geheimen Schnüffler vorstellen, kapiert? Und er war nicht mal ein sehr guter, so wie der abgeschlachtet wurde. Ganz schön kaltherzig, Freundchen. Nicht, dass es von Bedeutung wäre. Verstehen Sie? Ich hatte keinen Grund, diesen Mann umzubringen. Egal, was er war. Ihr wollt einen Grund wissen? Ganz einfach, ich habe kein Motiv, Mann. Hast du echt keins? Moment mal! Aber das gilt auch für Machi. Ihm konnte kein Motiv nachgewiesen werden. Ach komm, er gondelte mit diesem alten Sack in der Weltgeschichte rum. Er hatte genug Zeit, ein Motiv zu entwickeln. Auf jeden Fall mehr Zeit als ich? Ich meine, überleg doch mal. Es ist die erste Reise der Diva in unser Land, richtig? Ja. Ich glaube, das ist egal. Das ist korrekt. Woher sollte ich ihren Manager kennen? Tust du nicht. Wenn ich ihn nicht gekannt habe, warum sollte ich ihn dann umbringen wollen? Es gibt ein Motiv. Es gibt ein Motiv. Der Kokon. Einspruch! Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Was ist das? Sieht aus wie ein Bonbon. Das ist keins. Bitte nicht dran lecken. Inspektor Crescent, kennen Sie das? Sieht wie ein Bonbon aus. Es ist ein Beweismittel. Lecken Sie nicht dran, bevor Sie es ausprobieren. Genauer gesagt, das ist ein Replikat eines Kokons. Und wurde bei den Habseligkeiten des Toten gefunden. Ein Kokon? Ich habe noch nie einen dieser Farbe gesehen. Kokons dieser Art gibt es nur in der Republik Borginien. Nirgendwo sonst. In Ordnung, aber was hat dieses Kokon-Replikat in meinem Gericht zu suchen? Wir haben doch sicherlich nichts mit dem Mordmotiv an den Tools zu tun, oder doch? Doch, warten Sie. Ich meine, ich denke, dass es so ist. Du klingst nicht sehr überzeugt, Mann. Ein Kokon. Ist das einer von diesen Seidenkokons, aus dem man nun Seide herstellen kann? Nein. Aus diesem Kokon wird ein Heil... Aus diesem Kokon wird ein wirkungsvolles Heilmittel hergestellt. Ein Heilmittel? Wofür? Offenbar ist es sehr effektiv in der Behandlung einer als unheilbaren geltenden Krankheit. Gilt bekannt, das ist die einzige Medizin dieser Art. Und es ist illegal, einen solchen Kokon aus Borginien rauszubringen. Warum denn? Wenn es ein Wunderheilmittel ist, warum ist es dann nicht für die ganze Welt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wir haben uns ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Offenbar ist es nicht schwer, das Heilmittel aus dem Kokon herzustellen.
wird der Prozess jedoch auch nur minimal verändert, erhält man ganz einfach eine große Dosis einer total anderen Sache. Nämlich ein tödliches Gift. Oh, was? Vor einigen Jahren sind einige Kokons auf den Schwarzmarkt gelangt. Das sorgte weltweit für großen Aufruhr. Obwohl die Medien so gut wie nichts erfuhren. Faszinierend. Das alles führte zu einem strikten Exportverbot der Kokons. Einem Verbot, das unter anderem auch von Interpol genau überwacht wurde. Interpol? Richtig! Das Opfer, Romain Letus, war Interpol-Ermittler. Inspektor Crescent, Sie bezeichnen ihn noch immer als Manager. Aber das ist irreführend. Romain Letus ist nicht als Manager ermordet worden. Er ist als verdeckter Ermittler ermordet worden. Also habe ich versucht, dieses Gummibärchen ins Land zu schmuggeln? Ist es das, was Sie sagen wollen? Ich meine, dass das sehr wohl ein Motiv für einen Mord wäre. Oh, und ich hätte mir damit auf dem Schwarzmarkt eine goldene Nase verdient, wie? Lächerlich! Ich meine, völlig undenkbar! Undenkbar, sagen Sie? Wieso? Vielleicht ist es an der Zeit für eine weitere Aussage. Über diese Sache mit dem Schmuggel von Kokons. Okay, Zeugenaussage, Kokonschmuggel. Die Abteilung für internationale Angelegenheiten bekam ein Memo zu den Kokons. Wir bereiten Interpol große Sorgen. Man kann sie nicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ist zu gefährlich. Ja, Kokonschmuggel ist eigentlich nicht mehr lukrativ. Mann, ich kenne mich aus. Ich arbeite für internationale Angelegenheiten. In der Tat. Interpol wollte unbedingt die Kokons und setzte Herrn Letus als verdeckter Ermittler ein. Ihr Jungspunde habt echt die wildesten Vorstellungen. Aber ich riskiere doch nicht Kopf und Kragen, um etwas von dem schmutzigen Kokongeld in die Finger zu bekommen. Nicht die feinste aller Aussagen, aber sie wurde zur Kenntnis genommen. Berichten zufolge stehen diese Kokons ganz oben auf Interpols Liste. Es wäre sehr riskant, sie an eine Untergrundorganisation zu verkaufen. Na schön. Wir können mit dem Kreuzfeuer beginnen. Das ist das einzige Motiv, was ich habe. Er hatte etwas vor und ich werde herausfinden, was es war. Hab ich irgendwas? Moment. Ich glaube, ich hab was. Moment, hat er nicht was gesagt von wegen zu gefährlich auf dem Schwarzmarkt? Aber was, wenn er es nicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen würde? Warte mal, wo ist es? Ja! Inkuritis-Syndrom. Erster Fall hierzulande. Das ist es. Ich wusste doch. Die Krankheit schlägt nun auch bei uns zu. Es ist zu gefährlich auf den Schwarzmarkt, aber wir wissen von dem Fall. Wir wissen genau, welcher Fall das ist. Einspruch! Warum dann nicht ein... Wow. Ich würde das tun. Wie wenig Ahnung hast du eigentlich? Im Markt sind alle gefährlich. Wenn sie herausfinden, dass ich ein Bulle bin, würden sie mich sofort kalt machen. Warum an einen Käufer auf den Schwarzmarkt verkaufen? Wie wäre es mit jemandem wie dem hier? Dieser Artikel, das steht in Zusammenhang mit dem obersten Richter. Aus dem Kokon lässt sich ein tödliches Gift herstellen. Aber auch ein Heilmittel. Aber nicht nur ein Heilmittel für irgendeine Krankheit. Sondern ein Heilmittel für Inkuritis. Inkuritis? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Heute Morgen haben sie ein Opfer dieser Krankheit besucht. Oh, genau, der Sohn des obersten Richters hat diese Krankheit. Sie sagen doch nicht etwa. Unser Zeuge ist ein Inspektor. Er müsste Kontakt zum obersten Richter haben. Was reden Sie denn da? Der oberste Richter würde niemals mit Schmuggelware handeln. Auch nicht, um das Leben seines Sohnes zu retten? Aber auch wenn der Handel geklappt hätte. Es wäre ein internationaler Skandal.
Das ist Inspektor Crescents Absicherung. Wäre es je herausgekommen, hätte nicht nur einer seinen Kopf verloren. Nur einer seinen Kopf verloren, nämlich der oberste Richter. Inspektor Crescent, ist das wahr? Jetzt bin ich Mörder und jetzt Schmuggler. Wie viele Verbrechen willst du mir jetzt eigentlich noch anhängen? So unangenehm der Gedanke auch ist, wäre der oberste Richter der Käufer. Ein besseres Geschäft könnte dem Verkäufer doch gar nicht passieren. Diesem feigen Verkäufer. Lassen Sie sich von dem Ärmel dann nicht über den Tisch ziehen. Ich habe also einen Deal mit dem obersten Richter gemacht. Und wo sind Ihre Beweise? Nun... Oh ja, und du hast noch eine andere wichtige Sache vergessen. Ich höre... Interpol sind nicht die einzigen Beobachter da draußen. Der burgundische Zoll macht kein Auge zu. Die Sorgen über den Kokonschmuggel sind groß. Das ist doch unsere Information. Fahren wir also mit dem Kreuzfeuer fort. Scheiße, Mann. Haben wir was Neues? Okay, Moment. Einfach nur vielleicht pressen? Nee, Moment. Oh, da sind neue Texte. Okay, die Aussage ist ordentlich, glaube ich, jetzt verändert, oder? Der burgundische Zoll arbeitet sehr gründlich. Alles und jeder wird durchsucht. Wer ein Kokon besitzt, wird sofort festgenommen und dann zum Tode verurteilt. Hey Mann, wie man die Kokons da rausschmuggelt, würde mich auch interessieren. Okay. In Ihrer Position wissen Sie wohl einiges über den Schmuggel? Ja, für meine Arbeit muss ich mich ja schließlich ein wenig darin auskennen, sicher. Aber alles, was wir bekommen, sind Berichte über missglückte Schmuggelversuche. Nichts, was man wirklich kopieren würde. Aber ich kann dir gern davon erzählen. Vielleicht bist du ja erfolgreicher. Das würde ich gerne hören. Natürlich auch nur aus juristischem Interesse. Unser armes Justizwesen. Dieses Replikat muss der Schlüssel zu seinem Motiv sein. Es muss einen Weg geben, herauszufinden, was er vorhatte. Moment. Aha. Ein Kokonbesitz wird zum Tode verurteilt, ja. Wie schmuggelt man das raus? Es muss ja einen Fall gegeben haben. Ich weiß nicht, ob Machi das geschmuggelt hat. Es ist halt auf jeden Fall impliziert. La Miroir könnte es ja auch gemacht haben. Oder? Es ist auf jeden Fall irgendwas dort. Aber wie haben sie das denn angestellt? Moment, die Gitarre, die war luftdicht, ne? Die war komplett besonders... Die war über Beweisführung, wurde sie rübergebracht. Gavin hat's geschmuggelt. Gavin war's. Oh mein fucking Gott. Moment. Es gibt aber einen Weg. Hä? Ein Weg, etwas aus dem Land zu schmuggeln, ohne Kontrollen. Wie soll das gehen? Man muss nur Staatsanwalt werden. Staatsanwalt? Ich kann es nicht glauben. Glauben Sie es ruhig, Staatsanwalt Gavin. Was haben Sie mir gestern in Ihrem Büro erzählt? Sie war ein sehr schönes Instrument. Viele Jahre wurde auf ihr mit Hingabe gespielt. Eine Gitarre, die wirklich einer Frau wie La Miroir gebührt. Wie ist sie hierher gelangt? Ich sagte ihr, wie schön es damals war, sie zu spielen. Und sie hat sie mir geschenkt. Das ist also eine Gitarre aus Borginien? So ist es. Das Holz ist so empfindlich, dass wir sie nicht im Flugzeug mitnehmen konnten. Deswegen haben wir sie in La Miroirs Studio luftdicht verpackt. Ich habe den speziellen Versandservice für Beweismittel genutzt. Der hat sie mir dann direkt in mein Büro gebracht. Tadellos und unberührt. Habe ich das richtig verstanden, Staatsanwalt Gavin? Unberührt? Ziemlich.
Die Gitarre wurde in Borginien in mehreren Lagen Vakuum verpackt. Das Paket war bis zum Tag des Konzerts unberührt. Meinen Sie etwa, die Gitarre war... Bei derart kleinen Kokons wäre es eine Leichtigkeit, die Gitarre als Transportmittel für den Schmuggel aus Borginien zu missbrauchen. Was? Das erinnert mich an etwas, Staatsanwalt Gavin. An dieser Gitarre ist kürzlich eine Veränderung vorgenommen worden, richtig? Veränderung? Gutes Gedächtnis, Dirny. Nun, Sie wissen ja, dass Gitarren ein rundes Loch in der Vorderseite haben. Das wird Schallloch genannt. Nun, es wurde etwas gefunden, das innen im Loch am Holz steckte. Irgendeine kaputte Vorrichtung. Eine kaputte Vorrichtung? Ja, genau die hier, übrigens. Ein Zünder! Genau. Bitte bedenken Sie Folgendes. Was, wenn dieser Zünder nicht die einzige Sache in der Gitarre gewesen ist? Du meinst... Natürlich meint er das. Oh! Es gab einen Weg, den Kokon aus dem Land zu schmuggeln. Die privilegierte Gitarre von unserem lieben Staatsanwalt Gavin war das Transportmittel. Und hätte das nicht am einfachsten jemand tun können, der Zugang hatte? Wie beispielsweise ein Mitglied der Band? Jaho! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Der Zünder also wurde aus einem bestimmten Grund dort drin platziert, so wie es aussieht. Als eine Vorsichtsmaßnahme! Eine Vorsichtsmaßnahme? Ah, Sterni. Endlich ergibt alles seinen Sinn. All die seltsamen Dinge, die an jenem Tag passiert sind. Wollen Sie das noch einmal wiederholen? Maestro, die sanften Klänge von La Miroirs Ballade, wenn ich bitten darf? Als erstes sind meine Schlüssel gestohlen worden. Ein harmloses Vergehen. Deshalb war ich gezwungen, das Schloss an meinem Gitarrenkoffer aufzubrechen. Der Schlüssel ist gestohlen worden, um den Kokon aus der Gitarre holen zu können. Ich verstehe. Aber die Dinge liefen nicht ganz nach Plan. Der Schmuggler hatte nicht damit gerechnet, dass die Gitarre verpackt war. Nur ein Mitglied der Band konnte an den Koffer rankommen. Die Gitarre auszupacken, hätte zu viel Verdacht erregt. Dann fing das Konzert an. Genau zu diesem Zeitpunkt tauchte vor dem Schmuggler ein weiteres Problem auf. Ein sehr großes noch dazu. Was denn? Herr Letus. Oh. Herr Letus, ein verdeckter Ermittler, war der Sache auf der Spur. Er hat sicher über die Gitarre Bescheid gewusst. Dazu hätte er nur die Frachtpapiere ansehen müssen. Also versuchte Herr Letus, die Gitarre selbst zu untersuchen. Wäre der Kokon dann konfisziert worden, wäre das Konzert vorbei gewesen. Dem Schmuggler blieb nur noch die Möglichkeit, sich des Problems zu entledigen. Es ist vorbei! Drück den Schalter jetzt! Die Gitarre ging in Flammen auf und der Kokon war verloren. Und dann... starb Herr Letus! Und La Miroir war Zeugin des Geschehens. Da haben Sie Ihren Fall! Brillant, Mann! Inspektor Crescent! Hast du das etwa alles aus dem Stegreif erfunden? Eine erfundene Geschichte ergibt sie aber sehr viel Sinn, Darian. Die Republik Borginien? Sorry, Mann, aber ich bin nicht von mal dort gewesen. Stimmt, das war er nicht. Mal sehen, welche Geschichte du dafür erfindest, Kleiner. Wie habe ich den Kokon denn überhaupt versteckt, hä? Das ist nicht so schwer vorstellbar. Sie hatten Hilfe, einen borginischen Komplizen. Das ist alles. Dass sie einen Komplizen hatten, war von Anfang an klar. Die Stimme, die La Miroir hörte, beweist das. Es ist vorbei. Drück den Schalter jetzt. Ihr Funkspruch kam aus dem Backstage-Bereich.
und ihr Mitverschwörer befand sich währenddessen auf der Bühne. Aber wer war es denn? Das war's. Jetzt verpasse ich ihm den Todesstoß. Und wenigstens einmal weiß ich genau, was ich tue. Es gibt nur eine Person, die ihm geholfen haben kann. Dann lassen Sie uns hören, was Herr Justice zu sagen hat. Hören Sie meine Warnung. Mit großen Anschuldigungen kommt auch große Verantwortung. Wenn Ihre Aussage wieder aus dem Stegreif kommt, werde ich Sie hart bestrafen. Sind Sie bereit, Herr Justice? Wer war der Komplize des Schmugglers? Machi Tobaya. Es gibt nur eine Person, die alle Voraussetzungen für den Komplizen erfüllt. Und diese Person ist der Angeklagte, Machi Tobaye. Aber Herr Justice, das ist Ihr Mandant. Ein Strafverteidiger, der seinen Mandanten anklagt? Das ist was Neues. Ich versichere Ihnen, dass niemand unglücklicher darüber ist als ich. Aber ich bin hier, um ihn im Mordfall von Henry Tooth zu verteidigen. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Er ist dieses Verbrechens nicht schuldig. In der Tat, der Angeklagte ist Borginia. Er erfüllt die grundlegenden Voraussetzungen, um der Komplize zu sein. Aber was ist, wenn es in Wirklichkeit doch La Miroir war? Sie hätte es nicht sein können. Nun, Sie scheinen da ganz sicher zu sein. Der Grund dafür sind elektronische Signale, Euer Ehren. Elektronische Signale? Wie Sie sich erinnern, hat der Fernauslöser nur eine Reichweite von 10 Metern. Außerhalb dieser Reichweite ist er nutzlos. Ja, Sie haben recht. Nun, wenn Sie sich an die Aussage erinnern, La Miroir befand sich im Luftschacht, als der Schütze seinen Funkspruch machte. Genau über der Garderobe, in der sich der Schütze befand. Sehen wir uns die Abbildung des Kolosseums mal an. Diesen Bereich hier konnte der Fernauslöser vom Luftschacht aus erreichen. Nun, wenn man sich das so ansieht, hätte es dann La Miroir nicht trotzdem gewesen sein können? Nein. Als der Schütze den Funkspruch machte, war die Bühne bereits anders, als sie hier abgebildet ist. Es war mitten in der Gitarrenserenade. Da wurde ein Teil der Bühne angehoben. Staatsanwalt Gavin und das Double von La Miroir befanden sich darauf. Sie befanden sich auf einem 5 Meter hohen Turm. Mit anderen Worten, die Fernbedienung hätte von La Miroirs Platz im Luftschacht aus nicht funktioniert. Oh. Nun, Inspektor Crescent, was sagen Sie dazu? Euer Ehren? Inspektor. Können wir das Video ansehen, in dem Gavins Gitarre brennt? Nur noch einmal. Gut. Warum eigentlich nicht? Was? Sag bloß, er hat einen Ausweg gefunden. Zu schade, zu traurig, du Flasche. Flasche? Zuerst Ärmel, dann kleiner und jetzt Flasche. Du verlierst schnell an Ansehen, Apollo. Was sollen wir nun eigentlich in diesem Video sehen? Das Problem ist nicht, was wir sehen. Richtig, Darian. Richtig. Es geht darum, was wir hören. Wir sind ja schließlich Musiker. Wären Sie so freundlich, das uns Nicht-Musikern zu erklären? Mit Vergnügen, du Flasche. Erst einmal möchte ich deine Geschichte richtig verstehen. Du behauptest, ich hätte dem Pianisten befohlen, diesen Zünder auszulösen? Stimmt das? Ja? Nun, um das tun zu können, hätte er den Fernauslöser bestätigen müssen. Hab ich recht? Okay. Nun hör noch einmal hin. Achte auf das Klavier. Klavier? Thank you.
Was soll hier das Problem sein? Das Klavier hörte sich ganz normal an. Das ist ja das Problem, Mann. Hast du es immer noch nicht kapiert? Oh. Ja, wie soll er denn den Fernauslöser drücken, wenn er spielt? Da sind die Diva, die Gitarre, der Bass, das Klavier und das Schlagzeug. Die einzige mit freien Händen ist die Diva. La Miroir! Aber deiner Meinung nach hätte sie nicht die Komplizin sein können, oder? Dein Komplize wäre mir eine schöne Hilfe gewesen. Er hätte nicht einmal den Fernauslöser drücken können. Das Klavier spielt ohne Unterbrechung. Er hätte den Fernauslöser nicht drücken können. Nun, Herr Justice, das Klavier scheint in dem Moment zu spielen, als die Gitarre Feuer fängt. Nun? Schon okay, wir alle machen mal Fehler. Apollo, hattest du Unrecht? Nein, ich kann nicht Unrecht haben. Das alles ergibt perfekten Sinn. Wie kann das alles einfach... Seltsam. Was ist seltsam? Nein, es ist nur... Irgendwas ist merkwürdig bei diesem Auftritt hier. Merkwürdig? Herr Justice, das alles ergibt perfekten Sinn. Kann er nicht der Komplize sein, wie Sie behaupten? Aber alles deutet darauf hin. Alle Fakten belegen, dass er der Komplize ist. Du hast die falschen Fakten, Mann. Hier habe ich einige Fakten für dich. Gavins Gitarre fängt Feuer. Und der Pianist hat nicht den Fernauslöser gedrückt. Mit anderen Worten, deine Geschichte ist voller Löcher. Dann lassen Sie uns jetzt Ihre abschließende Meinung zu diesem Thema hören. War der Angeklagte, Machi Tobaye, der Komplize? Ihre Antwort wirkt sich auf alles aus, was Sie bis hierher gesagt haben. Denken Sie genau darüber nach. Apollo, wenn Matti nicht der Komplize war, dann ist unser ganzer Fall im Eimer. Ich weiß. Er muss es gewesen sein. Er war der Einzige, der dem Schmuggler geholfen haben könnte. Er muss den Fernauslöser gedrückt haben. Nun, dann finden wir besser einen Weg, das zu beweisen. Aha! Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Es muss da etwas geben, das nicht passt. Etwas Merkwürdiges. Etwas Merkwürdiges. Sekunde mal. Was ist? Ist dir was eingefallen? Was hat Gavin da gerade gesagt? Seltsam. Was ist seltsam? Nein, es ist nur... Irgendetwas ist merkwürdig bei diesem Auftritt hier. Das ist nicht viel, aber das ist alles, was ich habe. Was genau hat er gehört, dass sie merkwürdig vorkam? Haben Sie eine Lösung gefunden, Herr Justice? Darf ich Sie daran erinnern, dass alles davon abhängt? Können Sie beweisen, dass Machi Tobaye den Fernauslöser gedrückt hat? Lassen Sie uns Ihre endgültige Antwort hören. Können Sie beweisen, dass Machi Tobaye den Fernauslöser gedrückt hat? Ich kann's beweisen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das als Beweis bezeichnen würde, aber ich kann beweisen, dass es möglich war. Dann obliegt es mir als Staatsanwalt, Sie zu bitten, diesen Beweis vorzulegen. Danny, sind Sie sich da ganz sicher? Ha, sieh schon ein, es gibt keine Beweise, Mann. Zeigen Sie uns Ihren Beweis, Herr Justice. Warum sind Sie sich so sicher, dass der Angeklagte den Schalter gedrückt hat? Bitte sag mir, dass ich richtig liege. Meine Behauptung basiert auf der Musik, euer Ehren. Musik? Was soll mit der Musik sein? Achten wir einmal auf das Klavier, als der Fernauslöser gedrückt wurde. Kurz bevor die Gitarre in Flammen aufging.
Ich höre das Klavier spielen. Aber hört es sich nicht irgendwie einfach an? Einfach. Stimmt, da hat eine ganze Stimme gefehlt, quasi wie eine ganze Hand. Ah, vermutlich weiß ich, was er meint. Sie denken, er hätte diesen Teil mit einer Hand spielen können? Mit einer Hand? Er benötigte nur eine Hand, um den Fernauslöser zu drücken. Er hätte mit der anderen Hand weiter Klavier spielen können. Bist du etwa ein Klavierexperte? Eigentlich nicht. Was weißt du dann schon? So ein Part kann man nicht nur mit einer Hand spielen. Vielleicht verstehe ich tatsächlich zu wenig davon. Moment mal. Nee, Moment mal, ich weiß was. Hey, Trucy? Ja? Ist dir was eingefallen? Right, dein Vater. Er ist doch Pianist. Könnte er... Oh, Paps. So ein Part könnte er selbst mit drei Händen nicht spielen. Tut mir leid, das ist natürlich traurig für dich. Nein, eigentlich nicht. Wie? Das wäre nur der einfachste Weg gewesen, es zu beweisen. Es gibt immer noch einen schwierigeren Weg. Mann, wie willst du denn beweisen, ob er mit einer oder mit beiden Händen spielte? Du kannst es nicht. Ich gebe zu, dass es ziemlich schwierig sein wird, es zu beweisen. Aber es ist äußerst wahrscheinlich, dass er nur mit einer Hand spielte. Woher willst du das wissen? Der Schlüssel ist das, was Staatsanwalt Gavin als merkwürdig bezeichnet hat. Was hörte sich merkwürdig an? Das können wir bestimmt herausfinden, wenn wir einen gewissen Teil des Songs hören. Nein, nein, unmöglich. Nun, vielleicht ist dies der Moment der Wahrheit. Lassen Sie uns hören, was Herr Justice zu sagen hat. Zeigen Sie uns den Teil, der beweist, dass der Angeklagte mit einer Hand spielte. Genau in dem Augenblick, bevor die Gitarre in Flammen aufging. Machi spielte definitiv nur mit einer Hand, kurz bevor die Gitarre Feuer fing. Und ein Abschnitt des Songs beweist das. Ein Abschnitt des Songs beweist das? Ach ja. Ja? Da fehlt was, oder? Doch, das hier. Weil die anderen sind... Da fehlt was. Ja, da ist viel weniger, da ist viel weniger. Es muss das sein. Bitte? Staatsanwalt Gavin, ich bin mir sicher, dass Sie bereits herausgefunden haben, was sich merkwürdig angehört hat. Ich bin sicher, dass Sie das selbst bereits herausgefunden haben, Stirni. Was herausgefunden? Ich werde es Ihnen vorführen. Hören wir uns den fraglichen Teil noch einmal an, ja? Achten Sie besonders auf den Teil mit dem Satz, nur eine sanfte Melodie. Mann. Wie oft müssen wir uns das noch anhören? Sie haben recht. Genug davon. Hören wir uns einen anderen Abschnitt an, einverstanden? Einen anderen Abschnitt? Die Gitarre ging am Ende der zweiten Strophe in Flammen auf. Hören wir uns doch mal die gleiche Stelle in der ersten Strophe an. Achten Sie auf »In jener Nacht in deinem Arm«. Da fehlt was, ja. Als ob die Gitarre vorher das Ganze ergänzt hat. Oh, spielen Sie die Strophe 2 noch einmal.
Da haben Sie es gehört? Die Abschnitte fühlen sich gleich an, stimmt? Aber sie sind eindeutig verschieden. Was? Gut ausgedrückt, euer Ehren. Die Phrase in Strophe 2 ist ziemlich einfach, aber die gleiche Phrase in Strophe 1 hat hohe und niedrige Töne. Also hätte man diese auf jeden Fall mit zwei Händen spielen müssen. Oh. Was soll das beweisen? Ich denke, dass Sie das bereits wissen. Deshalb arbeite ich nur ungern mit Amateuren zusammen, Mann. Die zwei Strophen haben also unterschiedliche Arrangements. Das kommt häufig vor. Diesmal nicht, Darian. Ein Arrangement wird nur dann verändert, wenn es deutlich zu hören ist. Und das war hier nicht der Fall. Ich hatte ihm extra gesagt, so zu spielen, dass das Klavier im Hintergrund bleibt. Oh. Das war's, was mir aufgefallen war. Ich fragte mich, warum sollte die gleiche Phrase etwas anders klingen? Fragen Sie sich einmal, warum er sein Spiel geändert hat. Es gibt nur eine Antwort. Er brauchte die freie Hand, um den Schalter zu drücken. Ruhe. Ich denke, alle Fakten sind nun miteinander in Verbindung gebracht worden. Nun, Staatsanwalt Gavin. Ja, das stimmt. Obgleich ich persönlich sehr enttäuscht bin. Hey. Was? Kein Comeback? Ich kann es nicht fassen. Ich hab's geschafft. Er hält endlich die Klappe. Also gut. Da seitens der Anklage kein Einspruch vorliegt, werde ich jetzt die Meinung des Gerichts in dieser Sache verkünden. Ah, gute Show, Ärmel. Nein, großartige Show. Ist es nicht vorbei? Mir gefällt es nicht, wenn er so zufrieden aussieht. Sag's ihm, Gavin. Sag ihm, was so enttäuschend ist. Persönlich bin ich sehr enttäuscht. Von Ihnen, Stirni. Hä? Huh? Von mir? Ja, verstehen Sie mich nicht falsch. Ihr Fall ist solide. Die Fakten sind alle überprüft. Aber trotzdem sind Sie uns immer noch einen entscheidenden Beweis schuldig. Ja, aber die Fakten, jeder kann sehen, dass er es war. Leider schließt jeder nicht das Gesetz ein. Ich fürchte, Ihre bisherigen Beweise reichen nicht aus. Aber... Selbst 1000 Fakten mögen auf derselben Schlussfolgerung deuten, aber ohne entscheidendes Beweismittel ist nichts bewiesen. So funktionieren unser derzeitiges Rechtssystem nun mal. Ich kann's nicht fassen. Anscheinend kann die Verteidigung keine weiteren Beweise vorlegen. Oh, ich denke, die hätten wir sonst schon längst gesehen. Es ist bedauerlich. Aber im Moment ist dieses Gericht nicht in der Lage, die Anschuldigung anzuerkennen. Was? Wir blicken der Wahrheit direkt ins Auge. Warum können die das nicht sehen? Was nützt schon ein Rechtssystem, das Kriminelle beschützt? Apollo, erinnerst du dich noch daran, was Papst gesagt hat? Es wird nicht leicht, seine Schuld zu beweisen. Vor allem nicht bei dem aktuellen Rechtssystem. Was muss ich also tun? Wie ich schon sagte, viel Glück. Und bedenke, dass es unmöglich sein wird, seine Schuld auf herkömmliche Weise zu belegen. Jeder Mensch trägt einen Zünder in sich. Finde Darian Crescents Zünder und löse ihn aus. Ich frage mich, was er damit meinte, dass jeder Mensch einen Zünder hätte. Ich denke, er meinte, dass einfach jeder eine Schwachstelle hat, oder? Eine von der Sorte, bei der ein Funke genügt, um ein Feuer der Emotion zu entfachen. Ich bekomme mit herkömmlichen Methoden nicht mehr aus ihm heraus. Ich muss bei dem Kerl eine Schwachstelle finden. Eine fatale. Also, kann ich jetzt zurück zur Arbeit, oder was? Anscheinend mache ich den Eindruck, als hätte ich unendlich viel Zeit. Aber ich habe keine Zeit mehr, mich weiter mit diesem Witz von einem Anwalt abzugeben. Also. Ja, Justice. Wir sind ohne entscheidenden Beweis bis zu diesem Zeitpunkt gekommen. Dieser Zeuge kommt nicht wieder zurück, wenn er einmal gegangen ist. Jeder Mensch hat einen Zünder.
Wie? Staatsanwalt Gavin sagte mal, je besser die Gitarre, desto heller brennt sie. Ja, richtig. Gute Gitarren werden trocken aufbewahrt. Darum, es gibt den besten Klang. Sogar ein kleiner Funke könnte einen irreparablen Schaden verursachen. Ihr Plan hat auch einen Zünder, Inspektor. Den gab es von Anfang an. Was? Wettlauf gegen die Zeit, Justice. Wenn du versagst, bekommst du ihn nie wieder zu fassen. Ach schon, Apollo. Was? Und dieser Zünder soll mich verbrennen? Das ist ja schon fast poetisch, lieber Herr Anwalt. Umso besser. Ich mag Poesie. Und ich möchte diese Sache bis zum Ende hören. Danny? Sie beschuldigen diesen Mann, Darian Crescent, zweier Verbrechen. Des Mordes an Henley Tooth und des Schmuggelns eines borginischen Kokons. Das ist ihre letzte Chance, ihre Anschuldigung zu beweisen. Dieses Verfahren dauert sowieso schon viel zu lange. Herr Justice, das ist meine letzte Warnung. Sollte sich dieser Zünder als Reinfall erweisen, ist dieses Kreuzverhör augenblicklich beendet. Verstanden? Ja, euer Ehren. Nun legen Sie los. Zeigen Sie uns die Grundlage für Ihre Anschuldigung gegen Darian Crescent. Okay. Das ist jetzt meine absolut letzte Chance. Der Schlüssel, der Darian Crescents Plan zunichte machen wird, ist... Habe ich einen Beweis? Moment. 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 Machi könnten wir aufrufen, oder? Und wenn wir Machi die Schuld auch für den Schmuggel abnehmen, hat er keine Angst mehr zu sprechen. Und dann wird er alles ausplaudern, was Darian gesagt hat. Weil mir die burginische Gesetzeslage ja sowieso nicht gilt, sollte hier kein Todesurteil für ihn ausgesprochen werden können. Und der Fall geht komplett auf Darians Kappe und nicht auf Machis. Ist es das mit der Logik, mit der wir arbeiten? Komm schon, Zeugen aufrufen. Der Zünder ist kein Beweismittel. Sondern? Es ist richtig, dass ich keine entscheidenden Beweise vorlegen konnte. Aber vielleicht benötige ich etwas anderes, um meinen Fall beweisen zu können. Sie meinen einen Zeugen. Seine Schuld zu beweisen ist eine schwierige Sache. Aber ich habe genau die richtige Person dafür. Na schön, Herr Justice. Wer ist diese Person, die Darian Crescent Schuld beweisen kann? Machi Tobaye. Die einzige Person, die Darian Crescent Schuld beweisen kann, ist der Angeklagte Machi Tobaye. Ihr Mandant? Schon wieder? Machi Tobaye war der Komplize dieses Schmuggelkomplotts. Ohne ihn wäre Darian Crescent nicht an den Kokon herangekommen. Zudem kann er leicht beweisen, dass derjenige, der den Kokonschmuggel plante, der wahre Täter in unserem Fall ist. Wie denn? Wir bräuchten einen der Kokons, hinter denen Herr Letus her war. Mit der Unterstützung der burginischen Behörden würden wir einen Kokon verbrennen. Von diesem verbrannten Kokon würden gewisse Überreste zurückbleiben. Überreste, die ohne Zweifel auch in der verbrannten Gitarre zu finden sind. Oha, äußerst wissenschaftlich von Ihnen. Wenn Machi Tobaye seine Abmachung mit Darian Crescent, einen borginischen Kokon zu schmuggeln, zugibt, ist der Fall gelöst. Darian lacht schon wieder. Deine grenzenlose Leidenschaft ist bemerkenswert. Du willst mich wirklich kriegen, nicht wahr? Zu schade, dass es dir diesmal nicht gelingen wird. Warum nicht? Der kleine Tastenfritze wird gar nichts zugeben. Vor allem nicht, was mit Kokonschmuggel zu tun hat. Worum geht es hier eigentlich? Ein Kokon aus dem Land zu bringen bedeutet den Tod. Nach borginischem Recht. Ja, verstehst du? Wenn unser Pianist wirklich ein Schmuggler wäre, dann wäre es reiner Selbstmord, es zuzugeben. Glaub mir, er wird nicht reden. Da liegen Sie falsch, Inspektor Crescent. Was?
Es ist genau andersherum. Wenn Machi Tobaye den Schmuggel hier nicht zugibt, steckt er in großen Schwierigkeiten. Wie denn? Sehen Sie, wenn Machi den Schmuggel hier zugibt, dann wird er von unserem Gericht nach unserem Recht verurteilt. In unserem Land steht auf Schmuggeln nicht die Todesstrafe. Das Opfer in diesem Fall war ein verdeckter Interpol-Ermittler. Ich bin mir sicher, dass diese Nachricht Borginien bereits erreicht hat. Und die Entscheidung heute vor Gericht wird sicher ausgestrahlt werden. Inklusive des Teils mit dem borginischen Kokon. Ja, aber... Aber wenn Machi den Schmuggel jetzt nicht zugibt, wird er irgendwann von der borginischen Polizei gefasst. Aber hier in unserem Gericht ist er definitiv nicht in Gefahr. Er wird hier nicht des Mordes schuldig gesprochen werden. Jetzt nicht. Ja, aber das kannst du nicht tun. Du kannst mich nicht anklagen. Vielleicht erlaubt es das Gesetz nicht. Aber wer wird nach diesem Prozess noch von ihrer Unschuld überzeugt sein? Das gleiche gilt für Machi Tobaye. Der Kokon schmuggelt den ganzen Plan. Machi Tobaye weiß alles. Für ihn gibt es nur einen Ausweg. Und das heißt, sein eigenes Verbrechen zu gestehen. Das Verbrechen des Kokonschmuggels. Keine Sorge. Ich bekomme dich aus dem Land raus. Ich werde dich schon unterbringen. In einer netten versteckten Villa. Oder lieber ein Haus aus Keksen. Nein, besser noch. Ein Haus aus Klavieren. Komm schon. Bitte! Nichts sagen! Darian, ich betrachte dies als meine letzte Session mit dir. Es hat sich ausgerockt. Ich nehme an, wir können diesen Ausbruch als Geständnis betrachten. Oh je, er lacht schon wieder. Obwohl sein Lachen jetzt etwas sehr Verzweifeltes hat. Nun. Hast du dem Prozess heute zugehört? Ja. Und wirst du reden? Wirst du dem Gericht alles sagen? Ich wollte nicht, dass es auf diese Weise endet. Aber ich gehöre nicht zu der Sorte Anwälte, die über ein Verbrechen hinwegsehen. Der heutige Prozess war nur zu deinem Besten, weißt du? Ich sehe keinen Grund, warum du jetzt noch zögern solltest. Ich gewusst. Von Anfang an, ich gewusst. Machi. Situation. Ich kann erklären, aber Geld. Ich gebraucht. Sehr viele Geld. Der heutige Prozess wirft eine heikle Frage auf, die unser Rechtssystem betrifft. Die einzig gültige Sprache in einem Gericht sind Beweise. Das ist die goldene Regel. Jedoch. Offenbar lässt sich nicht mehr alles nach diesem Maßstab behandeln. Sollte es einen weiteren Fall dieser Art geben, sollten wir über ein alternatives System der Rechtsprechung nachdenken. Wie dem auch sei. Herr Machi Tobaye? Ja? Ich verspreche, dass du einen fairen Prozess nach dem Recht unseres Landes bekommst. Und bezüglich der derzeitigen Anklage des Mordes an Herrn Letus, ist das Gericht bereit, ein Urteil zu verkünden? Ich danke Ihnen. Ich nur lügen, aber Sie Wahrheit finden. Das ist unsere Aufgabe. Also gut, das Gericht befindet den Angeklagten Machi Tobaye für nicht schuldig. Das Gericht zieht sich zurück.
10. Juli, 16.42 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Ich frage mich nur, was mit Machi passiert. Nun, er hat ein Kokon aus Borginien rausgeschmuggelt. Ich denke, es wird hier einen neuen Prozess geben. Ende gut, alles gut. Pap? Paps? Ich schulde Ihnen beide meinen Dank. Le Miroir? Stimmt etwas nicht? Es tut mir leid, ich... Machi war Ihr Partner auf der Bühne. Ihr Freund. Ja, er war mir wie ein eigener Sohn. Das ist auch jetzt noch, aber... Irgendwas hat von ihm Besitz ergriffen. Etwas Böses, das weiß ich. Und er muss für das, was er getan hat, bezahlen. Ist es nicht, wie es sein sollte? Es tut mir trotzdem leid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Sie haben mir Mut gemacht. Mut? Ich habe über eine Augenoperation nachgedacht. Eigentlich war das mein Vorschlag. Sie meinen, Sie werden wieder sehen können? Wie lustig. Ich habe mich immer vor dem Licht gefürchtet. Licht ist so grell, so unerbitterlich. Laut der Ärzte hat Le Miroir ihr Augenlicht aufgrund einer Art Unfall verloren. Ein Unfall? Ich leide an Amnesie, wie Sie wissen. Ich hatte Angst, dass ich, wenn ich sehen kann, vielleicht die Wahrheit erkenne, vor der ich geflohen bin. Ich hatte Angst. Und weißt du, was Ihre Meinung geändert hat? Deine. Sie konnte einen Blick spüren, der unentwegt auf die Wahrheit gerichtet war. Wenn ich das Augenlicht wieder erlangen sollte, dann werde ich, glaube ich, malen. Malen? Richtig, sie ist ja immerhin die Landschaftsmalerin der Klänge. Ich werde sie beide malen. Das verspreche ich. Juhu! Ich kann es kaum erwarten, Le Miroir. Auch ich schulde Ihnen meinen Dank, Apollo. Vielen Dank, Herr Wright. Aber wofür denn? Du hast mich daran erinnert, dass ich gewisse Dinge vorantreiben muss. Oh, eine Geheimmission natürlich. Richtig, Ihre Geheimmission. Apollo, Trucy, ich hoffe, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Ich auch. Darauf können Sie aber wetten. Und so ging der Mordprozess immer weiter wie eine Ballade und endete. Dank des Prozesses wurde die Gitarrenserenade ein großer Hit. Staatsanwalt Gavin sieht jetzt noch greller aus. Aber ich habe dem Kerl noch etwas zu sagen. Wenn Sie das nächste Mal eine Ballade schreiben, soll der Mörder am Ende bitte gefangen werden. Ende. Boah, ich fand den Fall echt stark. Das war der Fall. Ich muss sagen, es war sehr offensichtlich, dass es Darian war, ja. Aber es gab natürlich einige Twists und Turns, ne, die ich nicht ganz kommen hab sehen. Wie Le Miroir, dass sie blind ist, dass Machi die Sprache spricht und dass er eigentlich sehen kann und dass er der Komplize ist und doch Teil des Verbrechens mit drin hat und sowas. Das war alles sehr cool. Aber etwas anderes, was ich sehr interessant fand und das man ja Stück für Stück gesehen hat, ist, Gavin hat mit uns zusammengearbeitet, vor allem in diesem Prozess. Falls ihr euch erinnert, beim letzten Mal war es ja auch schon so mit, shit, wie hieß sie nochmal? Ihr wisst schon, ja? Die eine Frau da auch. Da hat Gavin am Ende dann auch nur noch mit uns zusammengearbeitet, beziehungsweise er hat sich zurückgehalten, dass wir den Fall lösen können. Ihm interessiert wirklich nur die Wahrheit. Und das finde ich irgendwie sehr cool, weil mich das sehr an Dingens erinnert, an Edgeworth tatsächlich, der dann später auch erkannt hat, yo, worum es eigentlich im Gericht geht, ist die Wahrheit, das wollen wir herausfinden und nicht wer gewinnt. Und ich finde das sehr cool, dass Gavin eigentlich die ganze Zeit diese Rolle spielt und eigentlich die ganze Zeit einen Mentor darstellt für Apollo. Ist euch das mal aufgefallen, wie oft er sagt, hey Stirni, jetzt ist es an dir, dass du das beweist, bla bla bla, du musst das sagen, oh, ich bin so enttäuscht. Er hat den Fall halt gelöst, aber er möchte, dass die Verteidigung natürlich dann die Endaussage macht und das ist sehr cool und ich finde, der Fall hat das nochmal sehr stark gezeigt, zumal sogar was sehr Persönliches eigentlich drin war, ja. Wie bei Phoenix Wright mit dem ersten Fall, wisst ihr noch?
als wir dort seinen Bruder, Christoph war das, ne? Christoph Gavin eigentlich verurteilt haben. Und man darf nicht vergessen, wir haben seinen Bruder eigentlich hinter Gittern gebracht. Und scheinbar seinen besten Freund. Das ist alles irgendwie sehr tragisch für den Mann. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch einen Fall. Ja, wir speichern natürlich. Ein Fall ist noch übrig. Er gilt als, wie meistens die letzten Fälle, ja, als einer der besten Fälle der gesamten Reihe. Es wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass alle Parts, die wir haben, ungefähr nochmal draufkommen, nur für den letzten Fall. Aber falls ihr euch wundert, was hat es mit Phoenix Wright auf sich? Was ist seine geheime Mission? Was ist damals passiert, dass er kein Anwalt mehr wurde? All das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein. Bis dahin. Tschüss.